Und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sim Airport. Wir haben das letzte Mal hier unsere Vorhalle etwas ausgebaut, haben hier schon eine Tickethalle hingebaut. Hier fehlt die Hälfte der... Ach nee, hier stehen die Leute. Sorry. Haben hier eine Tickethalle hingebaut, haben ein WC hingebaut und ein Ladengeschäft. Die meckern hier gerade rum, weil ich noch das letzte Mal hier noch Zäune hingemacht habe, weil sonst die Leute schon hier in der neuen Halle Gepäckstücke aufgeben. Und ja, das ist jetzt nicht wirklich so der Sinn der Sache. Was ich dann auch in den Kommentaren gelesen habe, unter der ersten Folge müsste es, glaube ich, gewesen sein, ja. Und zwar stand da drin, dass der Abflug nicht, wie ich meinte, auf dem Erdgeschoss ist, sondern sozusagen die Gates und der Abflug ist auf dem ersten Geschoss und alles andere ist sozusagen im Erdgeschoss. Das heißt Gepäckannahme, das heißt alles andere, ja. Sagen wir mal alles andere ist im Erdgeschoss, das heißt die Ankunft ist im Erdgeschoss und so weiter und so weiter und so weiter. Genau. Ja, ich habe ja das letzte Mal hier massig Grundstücke eingekauft und ich werde natürlich dem Kommentar nachgehen und wir setzen die Gates bzw. den Abflug nach oben, weil auch, wenn mich nicht alles täuscht, requires a door to the terminal, bla bla bla, to the terminal on the Stockwerk 2. Das braucht das XL auch. Das prinzipiell nicht. Ja, also ein Access to Stockwerk 2. Gut, das heißt, wir haben ja hier unser Ladengeschäft. Und wenn wir jetzt hier einfach sagen, gibt es sowas wie Rolltreppen? Ah ja, Rolltreppen gibt's. Gesperrt. Erfordert Forschung Rolltreppen. Nein, das ist Personal. Wo ist Rolltreppen? Mein Mausrad ist immer noch kaputt. Ich muss mal unbedingt ein neues kaufen. Also nicht ein neues Mausrad, sondern eine neue Maus. Achso, ich setze sie mal auf Play. Rolltreppen können wir gebrauchen. Gate-Steuerung? Stadtbahntransit, ja, machen wir mal. Finanzauswertung, Finanz-VP, Kreuzungen, Einbahnrollwege, Einwegparkwege, das machen wir alles mal, alles machen wir jetzt mal. Das heißt, die müssen sich jetzt hier erstmal mit normalen Treppen begnügen. Die Rolltreppen kriegt er dann natürlich nachher, das ist natürlich selbstverständlich klar. Treibstofftank? What the fuck? Unterirdischer Treibstofftank? Oh oh, ich ahne Schlimmes. Also Treppe nach oben. Oh Gott, ist die riesig. Das ist nämlich genau das, was ich jetzt nämlich befürchtet habe. Nee. Wie ist denn das in Stuttgart? Scheiße, wie ist denn das in Stuttgart? Da ist alles schon oben. Oder? Da kommst du ja schon im ersten Stock an. Also da ist die Straße hier auch schon im ersten Stock. Okay, jetzt habe ich ein bisschen... Fehlplanung hier gemacht. Okay, pass auf. Wir bauen jetzt erstmal, damit die mal beschäftigt sind, bauen wir mal ein Fundament. So. Sehr gut. Weil jetzt sind die erstmal beschäftigt. Und dann hätte ich tatsächlich gesagt,
dass wir die laden das auf die Straße aus. Oh Leute, was macht ihr denn? Dann hätte ich tatsächlich gesagt, dass wir das hier nochmal alles abreißen und nach oben bauen und dann hier unten sozusagen den Exit machen. Okay, das würde aber prinzipiell bedeuten, wir haben hier schon einiges jetzt an, an Grundstück, wa? Wenn man bedenkt, so klein ist das Gebäude, aber ich würde mal ganz schnell, was brauche ich denn? Gegenstände, Wände, Bodenbeläge, entfernt Wände und Böden auf, bis aufs Gras. Das ist genau das, was ich will. So, das heißt, wir machen mal hier den ganzen Zaungedöns, machen wir mal weg. Haben wir jede Menge Zaun auf Lager. Ah, super. Oh, da macht das weg, da macht das bitte weg. Achso, ihr baut hier noch das Fundament fertig. Ja, wie weit seid ihr da? Ja, ich verstehe aber den Sinn nicht so wirklich dahinter. Wie die bauen. Okay, also wenn wir das jetzt alles nach oben setzen, ja, wenn wir jetzt prinzipiell sagen, Ankunft ist komplett ein Stockwerk weiter oben. Die Straße kann ich nicht verlegen, wa? Ich kann nur hier oben nochmal Grundstücke. Ich kann jede Menge Grundstücke kaufen. Hui, hui, hui. Ich kann die Straße nicht nach oben bauen, oder? Straße. Nee. Ich kann auch jetzt hier nur in Erdgeschoss möglich. Okay. Ja, baut man die Zäune da hinten ab. Prinzipiell würde ich dann aber tatsächlich sagen, was habt ihr jetzt hier übrig gelassen? Beton 30 übrig. Was ist? Hä? Leute, baut hier mal. Wollt ihr mich jetzt verarschen oder was? Sind die da hinten Zaun abbauen gegangen? Hä? Leute, was macht denn ihr? Hä? Baut es doch erstmal fertig! Ich verstehe die nicht. Naja, egal. So, ach so, kommt jetzt hier der ganze. Ne, Kaffeemaschine. So, also. Fangen wir doch nochmal an. Das kommt ja nachher alles weg. Kann ich den eigentlich... Ich kann den nur demontieren. Das ist schlecht. Das heißt, das kann ich nicht verschieben. Das heißt, wenn das, das Erdgeschoss unten ist, und wenn wir das in der Höhe lassen, ist es prinzipiell auch schlecht. Wenn wir jetzt aber... Kann ich da eine Straße bauen? Nee! Ach du Kacke. Okay, dann müssen wir kurz hier die Teile verlegen. So, Anreise ist da. So, Abreise ist da. Hä?
Nee. Nee. Ja, Abreise ist hier. Lieferung Lager. Lager. Ach so. Lager weg. Lager. Das kann nicht mehr als eine Lagezone. Hä? Oh. Jetzt aber. Lager ist hier. Und Anlieferung ist hier. So, da musste ich kurz ans Telefon gehen. Jetzt geht's aber weiter. Ich mache es hier erstmal wieder so. Genau, also meine Idee ist jetzt, diese Straße und was auch immer das hier ist, Fußgängerüberweg. Oh. Ja, okay, aber hier ist. Okay, hier ist. Es kommt von hier, also ich kann die Straße nicht umändern. Okay. Es gibt doch auch hier Bahn. Also es kommt doch auch eine Bahn her. Stadtbahntransit. Ja, mehrspurige Zufahrt. Ändert deinen Flughafen Ein- und Ausfahrten zu zwei Straßen. Oh, ja, das müssen wir auch machen und das auch. Auf jeden Fall. Alles erforschen ist wichtig. Okay, also. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, weil hier ist ein Fußgängerüberweg. Ich schätze mal, dass irgendwo hier diese Stadtbahnhaltestelle sein wird. Genau, also oben ist Abflug. Also, genau, Abflug heißt es ja, glaube ich. Das heißt, diese Straße machen wir für die Anreise. Und dann werden wir hier eine Straße wegsetzen. Wir kriegen ja eh gleich hier mehrspurige Zufahrt. Dann nehmen wir die andere und gehen dann sozusagen auch hier unten drunter und setzen da die Abreise. Das hört sich mal nach einem guten Plan an. Das würde bedeuten, dass wir, genau, dass wir das hier abreißen, Werkzeuge, das hier wegmachen und, Rolltreppe haben wir jetzt auch, nach oben bitte. Was benötigt Fundament im Stockwerk darunter? Okay. Tatsächlich bin ich gerade irgendwie so ein bisschen dran, hier noch zu sagen, 10 oder 15 ran. So. Und dann setzen wir wie groß, warte mal, Rolltreppe nach oben. Du benötigst wahrscheinlich den Platz, den du da einzeichnest, um dich herum, schätze ich jetzt mal. Würde für mich dann aber heißen, einmal Fundament. Die demontieren wir erstmal und die lassen wir erstmal noch drin. Kann ich nicht einfach sagen.
Das Geschoss muss zuerst. Das Obergeschoss wird? Nee. Hier. Ja, bitte. So, werdet mal tätig. Perfekt. Wie das aussieht. Dann machen wir hier erstmal keine. Und ein Fundament. Ja, beim BER musste man auch vielleicht zweimal bauen. Mein Gott, ja. Kann man doch nichts machen. Stellt euch nichts an. Jetzt weiß ich schon wieder nicht, wie groß ich den Platz da brauche. Rolltreppe nach oben. Machen wir mal so. Und dann machen wir alles so. Und ich habe das echt eigentlich zu klein geworden. Not dein Ernst. Echt, ich muss jetzt erst das Fundament darüber abreißen. Oha. Das ist heftig. Doch, jetzt geht's. So. Gut, jetzt brauchen wir Rolltreppe nach oben. Nach oben! Das geht nicht, weil... Was? Es sind voll, Lagerzonen sind... Oh! Sorry! ja. ich weiß nicht, was ihr meint. so, löschen. Nee, nicht löschen, einreißen. Plupp. Oh. Plupp. Ach shit, jetzt muss ich genau da Fundament nochmal machen, wa? Ja, ehrlich. Und dann nochmal einreißen. Blub. Und nochmal Fundament. Oh, jetzt sind die da erstmal beschäftigt. Was ist hier? Reiß denn einen Bobbel da bitte noch ab. Als ob. Als ob. So. Jetzt. Können wir loslegen. Also, wir machen Rolltreppe nach oben. Zwei Platz. Ja. Zwei Platz? Ja. Aber... Ah? Ja, dann fangen wir hier mit 1, 2, 3 an.
Oh, soll man da noch ein Klo reinsetzen? Das könnte man natürlich auch machen. Kann ich jetzt hier eine Wand machen? Könnte ich. Dann setzen wir die eins weiter. So. Dann machen wir hier ein Klo mit, ja, 10 Pinnen. Dann machen wir nochmal eine Rolltreppe nach oben. 1, 2, 3, 4. Dann machen wir wieder eine Wand. Gibt es natürlich nicht. Das machen wir wieder mit 10 Innen. So und so. Und jetzt hoffe ich, dass da nochmal. Ansonsten schreie ich. Uff. Geil. Geil, 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 geil. Jetzt brauchen wir eine Toilette. Machen wir hier oben die Damentoilette. So. Hier machen wir die Männertoilette. So. Waschbecken. Ein New Urinal. Nee. Stinknormales reicht auch. So. Hier könnten wir noch ein paar mehr Toiletten verbauen. So, dann kriegt ihr noch eine Tür. Ups. Tür. Eine Tür hier, eine Tür da. Und natürlich noch irgendeinen gescheiten Boten, Boten 01. So. Und natürlich noch WC-Damen, WC-Herren. Sehr gut. Top. Switch Direction. Ja, auf jeden Fall. Ihr geht alle nach oben. Das ist cool. Aber hier hoch. Jawohl. So, alle nach oben. Perfekt. Perfekt. Gut, dann wird das hier eingerissen. Oh, nee, das geht gar nicht, weil oben drüber was ist. Nee, oder? Werkzeuge einreißen. Nein! Nein! Ist ein Fenster? Mein Plan ist komplett hinüber. Ich wollte gerade sehr gerne, mache ich einfach noch mal ein Stockwerk höher, aber dann. Mein Plan ist hinüber. Ich wollte jetzt hier die Straße machen. Hier. Und dann hier die Abreise. Gibt es sowas wie eine Brücke? Nö.
Mann, ey. Schulein. Wand, Fenster, Zaun, Bürgersteig. Fußboden, Rohbeton. Shit! Kacke! Das ist große Soße, echt. Das, wenn ich jetzt hier mache, hier ist die Wand, wenn ich jetzt hier mache, einreißen. So. Dann kann ich auch hier machen, einreißen. So, jetzt bin ich wieder auf dem Rasen. Wenn ich jetzt hier eine Straße lege. So. Rohbeton. Ne, wo war denn vorhin Bürgersteig? Ist jetzt mir egal. Und jetzt hier ein Fundament. Es wird nicht gehen. Lass mich doch einfach bauen, bitte. Kann ich da eine Wand machen? Fuck. Das Loch zieht sich... Nee, was mache ich eigentlich? Das Loch zieht sich da einmal komplett durch. Das geht nicht. Oder? Na, jetzt bauen die mir halt... Das ist nicht der Sinn der Sache, Leute. Scheiße. Ja, also wie wir dieses Problem lesen, Also wie wir dieses Problem lösen, sehen wir in der nächsten Folge. Ich muss mir da irgendwas einfallen lassen. Oh Mann, ey. Das nervt mich jetzt. Wir müssen nochmal komplett alles umplanen. Alles. Alles. Gut, aber wie es in der nächsten Folge weitergeht, schaltet da wieder ein. Bis dann, ciao.